Es scheint fast so, als habe die Natur mit Lavendel absichtlich eine Pflanze erfunden, die den Menschen ein gutes Gefühl geben soll. Es wirkt sich positiv auf Körper und Geist aus. Die mediterrane Pflanze mit ihrer heilenden und beruhigenden Wirkung findet daher vielseitige Verwendung in der Aromatherapie und der Kosmetik. Erfahre weitere Kuriositäten in unserem Video. Echter Lavendel blüht von Juni bis August als lilablauer, aromatischer Halbstrauch. Er wächst im Mittelmeerraum vor allem auf sonnigen, trockenen Hängen. Die Blüten des Lavendel besitzen einen charakteristischen Duft und die verschiedenen Lavendelarten sehen mit ihren bläulich-violetten Blüten auch als Zierpflanze neben Blumen im Garten schön aus. Getrocknete Lavendelblüten eignen sich auch wunderbar für Duftsäckchen oder Badezusatz. Ob Nutzung der Aromastoffe durch direkte Verwendung der Lavendelblüten oder durch Lavendelöl, die Heilpflanze Lavendel ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise als Tee. Bei Blähungen und Bauchschmerzen kann Lavendeltee aus den Lavendelblüten dazu beitragen, die Verdauungsbeschwerden zu lindern. Lavendel wirkt sich vor allem positiv auf den Schlafrhythmus bei innerer Unruhe und Schlafstörungen sowie Kopfschmerzen aus, etwa wenn Sie ein Duftkissen verwenden oder ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl auf den Schläfen verteilen. Lavendel hat zudem einen großen Einfluss auf die Psyche. So soll dieses blaue Wunder bei Stress, Ängsten und Panikattacken eine entspannende sowie beruhigende Wirkung aufweisen. Lavendelöl wirkt außerdem auch antibakteriell, weshalb das Öl bei Verletzungen helfen kann, die Entzündung einzudämmen. Nicht nur zur Anwendung in der Medizin, auch zur Pflege der Haut ist Lavendel von großer Bedeutung. Lavendelextrakt wird in der Kosmetik zum Entspannen und Glätten der Hautoberfläche verwendet, um Linien und Falten sichtbar zu mindern. Ätherisches Lavendelöl wirkt beruhigend, lösend und reinigend. Als reines Öl eignet es sich sehr gut für muskelentspannende Massagen oder als Badezusatz. Eine Lavendelcreme schützt, beruhigt und erneuert beanspruchte Haut. In der Gesichtspflege schwört man zur Reinigung und Behandlung von fettiger Haut oder bei Akne auf Lavendelöl oder Lavendelsud. Dazu werden frische Lavendelblüten in hochwertigen Essig eingelegt und eine Woche lang zum Ziehen auf die Fensterbank gestellt. Lavendelessig kontrolliert überschüssige Talgproduktion, reinigt, ohne zu fetten, und unterstützt die Gesichtshaut bei der Zellerneuerung. Bei sprödem oder spießigem Haar lässt sich aus Lavendel ein vorzügliches Haaröl herstellen. Es versorgt strapazierte Längen mit Feuchtigkeit und Glanz. Dazu kann das Öl entweder pur verwendet oder gemischt mit anderen, nicht ätherischen Ölen, für eine Haarkur verwendet werden. Eine Alternative stellen Lavendel-Shampoos dar. Diese lassen sich sogar selbst herstellen, einfach einem milden Haarshampoo ohne Duft 10 Tropfen Lavendelöl beimengen und wie gewohnt anwenden. In der Küche kann man mit Lavendel kreativ werden. Aus den intensiv duftenden Blüten wird Marmelade, aber auch Gewürzsalz oder Butter zubereitet. Getrocknete Lavendelblüten passen wunderbar in Kräutertees, Kuchen oder süßen Sirup. Darüber hinaus ist Lavendel ein hervorragendes natürliches Insektizid gegen Kleidermotten und andere Insekten. Mit getrockneten Lavendelblüten gefüllte Duftsäckchen können einfach in den Schrank zwischen die Kleidungsstücke gelegt werden.